Der Kongress wollte mit dieser kleinen Aktion einfach auf sich aufmerksam machen. Flashmob heißt ja eigentlich so eine spontane Zusammenrottung von Menschen, die scheinbar sich nicht kennen und plötzlich alle dasselbe tun. Und diesen Effekt versuchen wir einfach heute mal darzustellen mit einem Lied und einem Text, der zu Weimar passt, nämlich die Ode an die Freude von Friedrich Schiller. Und dazu haben alle noch einen grünen Regenschirm in der Hand, passend zu unserer Kongressfarbe. Und mit diesen Symbolen wollen wir einfach zeigen, dass wir in gewisser Weise zusammengehören und nicht unbedingt, dass wir uns abschirmen wollen. Plötzlich sind alle zu einer Gemeinschaft verschmolzen, haben ein Gemeinschaftsgefühl hoffentlich und gehen mit einem Lächeln auf dem Gesicht nach Hause. Viele Forderungen, wenn ich das bündle, hörbar, dass in den Hochschulen das verstärkt bereits in die Ausbildung integriert werden muss, das Thema. Dann, wenn das so ist, wenn wir über dieses Thema sprechen, wenn wir über dieses Thema forschen und selbstverständlich auch praktisch über dieses Thema fortbilden, dann mache ich mir um die Zukunft der Musik und die Zukunft des Klassenmusizierens keine Sorgen mehr. Mit diesem positiven Eindruck möchte ich auch die vielen Probleme, die wir hier angesprochen haben, auch einmal zum Schluss positiv werden. Wir reden über ein wunderbares Thema, eine wunderbare Möglichkeit, schulisch Musik zum Klingen zu bringen. Und dazu möchte ich uns und Sie auch weiterhin ermutigen. Vielen Dank dafür, dass Sie hier so engagiert mit diskutieren. Referentin und hatte gerade einen Kurs gegeben, heute drei Tanzkurse. Sie liefen gut, Stimmung war sehr schön. Ich fand es auf jeden Fall ganz toll und würde beim nächsten Mal wieder hingehen. Ich habe ganz viel neu gelernt. Das ist bei mir persönlich auch ja nochmal eine ganz besondere Rückfahrt, weil ich nicht mehr als Bundesvorsitzender nach Hause fahre. Ich freue mich auch sehr darüber, bei diesem ersten gemeinsamen Bundeskongress so mittendrin dabei gewesen zu sein und das auch dann weiterführen zu können. Beim nächsten Kongress in 2 Jahren. Und wenn man das jetzt terminlich sieht, kann man
Folgendes sagen, das haben wir so vereinbart. Heute Morgen gab es eine gemeinsame Sitzung, also Sachsen. Genau, in der dritten Septemberwoche 2014. Genau, Sachsen 2014.